Hallihallo, heute sind wir in der Textilwash bei Bremervörde. Wir nehmen die günstigste Wäsche wie immer. Silber heißt das hier, 8,50 Euro Vorwäsche, super Schaumwäsche, Gebläsetrocknung. Los geht's. Wir fahren hier rein. Da ist der freundliche Herr, mit dem habe ich jetzt abgesprochen, ich darf hier filmen. Und drinnen, alles klar, kleinen Ja, hier steht Diamant, Platin, Gold, Silber. Ich habe die Silberwäsche nämlich gleich. Nicht lenken, nicht bremsen, Gang raus, Automatik auf N, Regensensor und so weiter. Hier ist die Anlage. Mal grob gezeigt. Da zeigen wir natürlich auch noch die Durchfahrt. Jetzt bekomme ich noch eine Vorwäsche, die ist bei den 8,50 Euro mit drin. Gehe ich mir auf jeden Fall mal von aus. So sieht diese ganze Geschichte hier aus. Jetzt noch mehr Sicherheit beim Reifendruck, okay. Ja, los geht's wahrscheinlich gleich. So, jetzt haben wir die Vorwäsche bekommen. Jetzt bekommen wir auch noch einmal hier die Dampfstrahlung vorweg. Und dann gehe ich ja mal davon aus, dass auch die Felgen dementsprechend sauber sind diesmal. Regensensor muss aus. Den haben wir jetzt ausgeschaltet. Und gleich nach der Vorwäsche geht's rein. In die Textilwash bei Bremervörde. Jetzt geht's rein. Die Geschichte einmal auf N stellen hier. 8,50 Euro Silberwäsche. Los geht's. Sehr freundlich hier, der junge Mann. Quittung habe ich nicht bekommen, werde ich mir gleich aber noch eben geben lassen. Wie wir sehen, gibt es noch mal eine Vorspülung hier jetzt. Bisschen Schaum aufs Auto. Wie gesagt, habe ich letztes Mal ja schon erwähnt, ich habe ein matt foliertes Auto, da brauche ich keine Glanz und keine Spezialwäsche. Und hier in meinen Videos geht es ja auch hauptsächlich darum, dass man auch mit der günstigsten Wäsche ein schönes, sauberes Auto bekommt. Diese Anlage ist auch von WashTec, wie wir sehen. Ja, sehr weit verbreitet, die Anlagengeschichte, WashTec. Was ich bis jetzt festgestellt habe. Oh, jetzt geht es auch langsam mit den Bürsten los hier. Wer genau weiß, was es für eine Anlage ist, kann gerne wieder schreiben. Obwohl ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, bin ich immer noch nicht ganz versiert in der Geschichte. Und über helfende Antworten bin ich immer glücklich. Ja, los geht's. Sehen wir oben ein bisschen was? Sehen wir auch nicht. Müssen wir einen kleinen Moment Pause machen, ne? Wurde einfach durchlaufen lassen, den Burschen. So, hier haben wir vier Bürsten, die jetzt am Auto lang gehen. Sonst sind es ja meistens immer zwei Bürsten. Diesmal haben wir vier. Nun kriegen wir noch mal eine dicke Fette von vorne. Scheibenwischer ist diesmal auch hinten noch dran, da ist nämlich ein neuer dran. Der hat sich sonst immer verstellt. Hier nochmal so ein bisschen zur Technik. Leider schlecht, weil es natürlich nass ist. Da haben wir nochmal das WashTec-Zeichen da hängen. Welche Anlage das ist. Leider kann man es nicht ganz genau sehen, was für eine. Da haben wir noch eins. Mal gucken. Nee, leider nicht. So, jetzt sind wir mit der Wassergeschichte durch. Jetzt kommen wir zum Föhn. Ja, wie gesagt, die Silberwäsche haben wir genommen. Textilwash, 8,50 Euro. Bisschen klares Wasser noch übers Auto.
Bitte nicht bremsen, ich fahre gleich hoch. Das wollen wir doch hoffen, ne? Unten blinkt's wieder wie verrückt. Sie erhielten die Silberwäsche. Da gibt es nochmal die Diamant, die Platin, die Gold, die Silber und die Aktionswäsche. Wahrscheinlich, wenn sie Werbeaktionen haben, dann fährt man hier durch die Aktionswäsche durch. Jetzt werden wir ein bisschen abgetrocknet, mit zwei gebläsen. Hier in der Waschanlage ist alles ein bisschen öfter vertreten. Die Bürsten, die waren doppelt, die Trockner hier sind doppelt. Und gleich werden wir auch noch schön abgeledert. Fette Elektromotoren, die das antreiben. Da sieht man noch schön das Zahnrad. Ein bisschen Technik ist ja auch immer schön, ne? So, jetzt werden wir noch mal abgeledert. Bis jetzt will ich mal sagen, für 8,50 Euro extrem viel Technik. Etwas umfangreicher wie sonst. Hier noch mal raus, hier von oben gucken wir noch mal. Dann geht es noch mal an der Seite. Da steht dann wieder das Washtec-Zeichen. Wahrscheinlich für jede Baugruppe das spezielle Zeichen da, wenn man so mal guckt, ne? Nehme ich mal an, dass das dafür gemacht ist. So, abgeledert werden wir immer noch. Da vorne ist dann auch schon ganz groß das Washtec-Zeichen wieder drauf. Und noch dürfen wir nicht raus. Achtung ist noch angesagt. Jetzt sieht es so aus. Spiegel hinten, da sehen wir noch ein bisschen, wird noch ein bisschen geputzt. So, das war jetzt der letzte Streich. Jetzt wird runtergezählt. Von 8, 6, 4, 3, 2, 1 und raus. Alles klar. So, jetzt überzeugen wir uns nochmal von der Reinigungsleistung der Waschanlage. Ja, wie gesagt, diesmal auch grob die Felgen sauber gekriegt, dank der Vorwäsche von dem netten Betreiber. Ansonsten, wie gewohnt, auch für die günstigste Wäsche ein vernünftiges Waschergebnis. Diesmal ist der Scheinwischer auch hinten heile geblieben. Naja, der ist neu. Der sollte wohl nicht mehr abfallen die nächste Zeit. Ja, im Groben und Ganzen, wie immer, schön sauber. 8,50 Euro mit einer vernünftigen Vorwäsche. Das Geld kann man, glaube ich, immer ausgeben. Textilwash in Bremervörde. So, ich wünsche euch viel Spaß noch. Guckt euch meine anderen Videos an. Ich habe jede Menge Waschanlagenvideos drin. Über Klicks und Abos würde ich mich freuen. Adios, ciao, ciao und goodbye.